Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Es geht diesmal um einen Stellplatz-Guide und zwar Folge Nummer 6 ist es bereits. Und zwar rund um Oker-Harz-Region. Da wollen wir euch heute einige Wohnmobil-Stellplätze vorstellen. Den ersten Stellplatz, den wir euch vorstellen wollen, der ist in Seesen und ja, ob das jetzt ein Stellplatz ist oder ein Parkplatz, das ist jetzt dahingestellt. Ich würde eher behaupten, das ist ein Parkplatz, aber kostenlos. Das, was wir hier hinten haben, das ist wohl eine Mehrzweckhalle, die ist aber zurzeit geschlossen und es gibt nicht wirklich was hier. Zurzeit ist alles außer Betrieb. Es gibt wohl Strom, oder gab es mal, zurzeit ist da ein Schild außer Betrieb, das zeigen wir euch gleich. Und wir werden jetzt einen Schwenk dorthin machen, dass ihr einfach mal seht, wie viele Plätze dort so gibt. Wie gesagt, normalerweise Strom wäre da, da steht es auch, Stromgebühr, 4 Stunden, A1 Euro, aber außer Betrieb, das sieht auch schon eine ganze Weile außer Betrieb. Jetzt gehen wir noch dahin, denn rein theoretisch sollte es Ver- und Entsorgung geben. Ob das der Fall ist, schauen wir uns jetzt an. So, auf diesem Platz gäbe es rein theoretisch sogar eine Ver- und Entsorgung, da wäre die Versorgung würde ich da nicht machen. Und auf der anderen Seite gäbe es die Versorgung. Aber wie ihr liest, leider alles außer Betrieb. Es gibt keine Müllentsorgung. Sie haben dann so eine kleine Spendenbox. Also wer hier ist, vielleicht so 1 Euro spenden dafür, dass man das machen kann, wenn es denn in Betrieb ist. Wir wissen aktuell nicht, ob es außer Betrieb ist, aufgrund, dass wir es noch im Frühjahr haben. Das müsst ihr einfach mal schauen. Was auch ein großer Nachteil ist, das werden wir euch gleich sagen, wenn wir wieder im Bulli sind. So, jetzt kommen wir zum wahrscheinlich allergrößten Nachteil hier von diesem, ich nenne ihn mal Parkplatz. Er wird zwar als Wohnmobilistenplatz angesagt, aber es ist noch ein Parkplatz. Das ist diese Straße hier. Ich weiß nicht, ob ihr im Intro den Trecker gehört habt, der da vorbeigefahren ist. Wenn nicht, haben wir eine super Kamera. Wenn doch, dann wisst ihr, was hier los ist. Es ist halt wirklich direkt an der Straße und es ist halt wirklich laut. Unser Fazit zu diesem Platz. Ich denke mal, für eine Nacht wäre er ausreichend. Also gerade wenn man wirklich 4 Kilometer gefahren ist und man will sich ausruhen, dann kann man das wahrscheinlich machen. Sonst würden wir ihn eher nicht empfehlen. Wenn ihr diesen Parkplatz suchen wollt, er ist in verschiedenen Apps zu finden. Unter anderem natürlich in der App Park4Night. Wir blenden euch jetzt GPS-Koordinaten und natürlich die Adresse dort ein. Und ja, wie gesagt, wir gehen jetzt weiter, wir fahren jetzt weiter zum nächsten Stellplatz hier im wunderschönen Harz in der Okerregion. Wir sind zu unserem nächsten Spot gefahren. Wir sind jetzt in, jetzt muss ich gerade überlegen, ob es wie das heißt. Es heißt, oh Gott, Lautental. Ich habe mich gerade überlegt, ob es Bad Lautental. Nein, Lautental. Nicht wundern, wenn wir euch die Adresse näher anzeigen. Hier steht Langensheim, weil Lautental gehört zu Langensheim. Für die, die nicht aus der Region sind. Dieser Platz ist kostenpflichtig und hat einiges zu bieten. Was genau, das sagen wir euch jetzt gleich, wenn wir näher an diese Tafel gehen. Ja, und zwar gibt es diesen Stellplatz auch bei der Stellplatz-App Park4Night, so heißt es. Und da sind andere Preise hinterlegt, als wir euch jetzt sagen können, denn wir sind ganz brandaktuell vom 01.01. Ein Fahrzeug kostet hier sage und schreibe 7 Euro pro Nacht. Entsorgung kostet 2 Euro, Frischwasser kostet 1 Euro, das zeigen wir euch dann aber später. Das Grauwasser ist kostenlos abzugeben, auch das können wir euch dann später zeigen. WC-Nutzung ist hier kostenlos, aber das WC ist nur dann kostenlos, steht zur Verfügung, wenn die Touristeninfo auf ist. Also wenn die zu ist, gibt es nicht. Dann muss man einen Kurbetrag bezahlen, ab 16 Jahre 1,75 Euro
und der Rest blenden wir euch ein. Strom gibt es auch, und zwar direkt hier, man hört es, und zwar kostet es für 6 Stunden 1 Euro und 1500 Watt je Steckdose maximal Belastung. So viel alles rund um Strom und Kosten hier an diesem Wohnmobilplatz. Und jetzt zeigen wir ihn euch gleich mal in der ganzen Breite. Wir sind jetzt in der Nähe von der Fähr- und Entsorgungsstation und auch der Müllstation. Das gibt es auch. Müll. Laut letzten Informationen müsst ihr euch den Schlüssel holen. Den gibt es in der Touristeninfo. Die ist gleich dort. Und Stefan macht jetzt nochmal so einen Schwenk inklusive Touristeninfo, damit ihr überhaupt wisst, wo das alles hier ist und wie was aussieht. Und kurzes Update zu der Mülltonne, die ist zurzeit offen, das heißt wahrscheinlich, wir sind außerhalb der Saison, dann ist die halt offen. Der Parkplatz ist ganz, nicht der Parkplatz, der Wohnmobilistenplatz ist ganzjährig zu benutzen, also schön hier in der Region ist natürlich auch. Die Fähr- und Entsorgung erfolgt hier ganz klassisch mit einer Sani-Station, das heißt dort ist alles beschrieben, wie was funktioniert, die Preise haben wir euch ja schon gesagt, also wer sich mit den Dingern hier auskennt, der weiß, wie das Ding funktioniert. Wollen wir es nicht weiter erklären. Auf jeden Fall hat dieser Platz dieses Ding und das ist doch auch wunderbar. Ist noch zu diesem Platz zu sagen. Es hat wunderbare grüne Wiesen dort immer. Das heißt, es sind schöne Liegewiesen. Ist sogar erlaubt, Tisch und Stühle darauf zu stellen oder auch einfach sich hinzulegen. Zelten ist verboten, das darf man nicht machen. Und Grillen ist auch nicht erlaubt. Aber ihr dürft auf den Schotterplatz grillen. Das ist in vielen Regionen auch nicht erlaubt. Hier auf diesem Stellplatz dürft ihr auf dem Schotterplatz ohne Probleme grillen. Was gibt es hier noch in der Nähe? Eine Bäckerei soll in der Nähe sein und wir sind in Lautenteich. Ich weiß nicht, ob ihr von denen schon mal gehört. Harzer Schnitzelkönig, den gibt es ja auch. Soll von hier fußläufig zu erreichen sein. Achso, erstmal guten Kilo Schnitzel im Bauch und dann zurück zum Platz. Ob wir euch den empfehlen würden, das sagen wir euch jo, in nicht mal 2 Sekunden. Dieser Wohnmobilistenplatz hier in Lautental für knapp 7 Euro pro Nacht. Wie gesagt, Fähr- und Entsorgung kostet alles zusätzlich Geld. Glaube, würden wir sehr empfehlen, weil die Straße, diese Hauptverkehrsader, die ist relativ weit nach hinten. Das heißt, man kann hier schon richtig schöne, ruhige Momente machen. Wir blenden euch jetzt das wieder, alle Informationen, also GPS-Koordinaten und auch die Adresse von Park for Night links ein und wünsche euch einfach viel Spaß hier auf diesem Platz, hier im Harz, hier in Lautental. Wir sind weitergereist und sind jetzt in der Stadt Goslar angekommen, aber im Stadtteil Hahnklee. Ich würde mal behaupten, das war früher ein eigener Ort. Jetzt gehört er zur Stadt Goslar tatsächlich dazu und wir sind hier auf einem kostenlosen Wohnmobilstellplatz für insgesamt 8 Fahrzeuge. Ich würde behaupten, ich habe mehr gezählt, ich habe 9 gezählt, kann aber sein, dass ich zu blöd zum Zählen bin, das werde ich gleich nochmal nachvollziehen und gleich wird Stefan euch zeigen, wie die Plätze aussehen. Wir haben gezählt, es sind 10 Plätze und so sehen sie aus.
Was sehr schön ist an diesem kostenlosen Platz, es gibt eine Ver- und Entsorgung. 60 Liter kosten 2 Euro. Die Entsorgung ist umsonst und so sieht's aus. Dieser Parkplatz, Wohnmobilistenplatz, liegt direkt am Liebesbank-Wanderweg. Also liebe Leute, Singles, kommt hierher. Anscheinend werdet ihr hier eure große Liebe finden. Oder Verliebte, die hier gerne sich verloben wollen, könnt hier auch gerne herkommen. Und idealerweise kommt ihr auch im Frühjahr, weil dann liegt tatsächlich noch Schnee hier rum. Wenn ihr hier im Hahnklee seid, wie gesagt, ihr habt hier wunderschöne Wege, es gibt ja eine Rodelbahn, es gibt ja eine Seilbahn nach oben auf den Hahnklee, aber hier gibt es auch noch, wir hatten ja gerade die Singles, die Verlobten, die Hochzeit vielleicht, hier gibt es eine wunderbare Stabkirche, dort hinten zwischen den Bäumen ist sie versteckt, wir wollen sie euch nicht ganz zeigen, weil kommt doch einfach mal hierher, kommt hier in den Harz, kommt hier in die Okerregion und kommt auch gerne mal hier zum Hahnklee. Was es hier auch noch gibt, das ist eine Alm, und zwar die Boxbergalm. Wie sie genau aussieht, das seht ihr jetzt. Dieser Wohnmobilstellplatz im Hahnenklee. 10 Stellplätze gibt es hier. Ich würde behaupten, es sind sogar noch ein paar mehr, weil wir haben euch gerade einen leeren Platz gezeigt, obwohl hier 4 Wohnmobile stehen. Die stehen nämlich genau zum Rücken zu euch. Das heißt, ihr seht sie gerade nicht. Die nutzen nämlich die Sonne aus. Das heißt, ideal gelegen. Er ist kostenlos. Er hat leider keine Toiletten. Das heißt, Toiletten müsstet ihr dann auf Restaurantbasis gehen. Aber eine Stabkirche ist hier in der Nähe. Wie gesagt, es sind Seilbahnen. Es ist ein wunderbarer Wanderweg. Es ist sehr viel hier zu bieten. Und man muss immer dazu sagen, dieser Platz ist kostenlos. Wir würden euch das empfehlen. Alle GPS-Koordinaten und die Adresse findet ihr natürlich in der App Park4Night oder hier blenden wir euch gerade ein und wünschen euch einfach viel Spaß hier oben im Harz. Wir sind weitergefahren und wenn ihr jetzt einmal rundherum euch blickt, werdet ihr sagen, was ist das für ein komischer Stellplatz? Nein, das ist jetzt kein Stellplatz, sondern das ist jetzt einfach mal hier im Harz. Buntenbock ist das, was ihr da hinten seht und das ist einfach der Grund, warum man hier in den Harz kommen sollte. Warum wir euch heute so viele Wohnmobile, Stellplätze, Parkplätze vorstellen, um einfach euch mal die Natur zu zeigen, wo es aktuell richtig schön ist und nicht nur aktuell. Es ist im Winter schön, es ist im Herbst schön. Sommer, Frühling und die anderen beiden natürlich auch noch zu nennen. Es ist immer schön und deshalb sagen wir, schaut euch das einmal an. Es wird auch einmal mal so ein Schwenk gemacht, warum ihr hier in den Harz kommen sollt. Und wir gehen jetzt weiter. Nachdem wir einen wunderbaren Rundgang am Bunten Bock gemacht haben, sind wir jetzt in Altenau und zwar in der Nähe, Moment, ich muss ablesen, zur Kristalltherme Heißer Brocken. Uiuiui, Heißer Brocken. Ja, der Wohnmobilstellplatz kostet euch 10 Euro. Aber wenn ihr zu dieser Therme geht, dann habt ihr sogar 5 Euro Rabatt. Das heißt, ihr kriegt in der Therme entsprechend Rabatt. Was dieser Platz alles so zu bieten hat, das zeigen wir euch jetzt. Wir sind jetzt an der großen Preistafel, denn es heißt tatsächlich so Reisemobilstellplatz Therme Sole. Das heißt, das gehört zu dieser Therme, die dort ist. 10 Euro pro Nacht. Dazu kommen aber noch mal Kurtaxen von sehr krummen Summen, 2,14 Euro und 1,44 Euro.
Dann kannst du natürlich, hier steht das, 5 Euro werden es angerechnet. Also wenn ihr in die Therme geht, kriegt ihr 5 Euro, also müsst ihr da 5 Euro weniger bezahlen. Trinkwassereinheit 50 Cent für 40 Liter. Strom kostet 50 Cent pro Kilowattstunde. Und du kannst in der Dusche nach Anmeldung auch drinnen duschen, das kostet 2 Euro. Was wir jetzt schon mal sagen können, ist, dass das hier Probleme bereiten wird. Wieso, weshalb, warum? Beziehungsweise das, das sagen wir euch jetzt. Ach, was soll man sagen? Wir sind ja, wie gesagt, im Frühjahr hier. Da ist leider diese Campersäule defekt. Das heißt, Chemieentleerung und Nachspülung ist, achso, in Funktion. Das verstehe ich nicht so ganz. Also anscheinend das funktioniert, aber auf jeden Fall Frischwasser kriegst du nicht. Das kriegst du aber im Foyer der Therme. Das heißt, anscheinend kannst du da mit dem Wagen hinfahren, Schlauch, und kriegst du das. Sonst wäre das hier einfach diese ganze Information. Das kennt man ja, das Teil, ja, ist ja Holiday Clean. Nein, Holiday Cleany. Wahrscheinlich eine Gegenfirma. Dieser Parkplatz, wo Stefan gerade draufsteht, der soll auch mal freigehalten werden. Da haben sie gut nachgedacht. Bei etwas anderem, da wurde irgendwie gar nicht nachgedacht. Und das zeigen wir euch jetzt mal. Wir haben hier so eine klassische Säule mit insgesamt 6-mal Strom. Dasselbe gibt es dort hinten auch nochmal. Es kostet, wie gesagt, 50 Cent pro Kilowattstunde. Du brauchst einen CE-Stecker. Aber wir werden euch jetzt mal zeigen, wie die Plätze hier sind. Denn das ist das Problem. Die Wohnmobilplätze sind nicht explizit ausgeschildert. Das heißt, hier kann jeder parken, wie er möchte. Und entweder hast du Glück, hast ein langes Kabel dabei, oder du hast Glück und kommst direkt hier ran. Sonst wird es richtig schwierig hier. Ja, hier haben wir eine zweite Säule und da haben wir im Endeffekt auch das Problem. Also da ist ein Parkplatz, das heißt, du musst dich entweder da hinstellen oder halt hier eins nach dem anderen hinstellen, damit das funktioniert. Das finde ich, das hätte die Therme besser regeln können. Da hinten sind genug Plätze, da hätte man das hinmachen können, da sagen, das ist für Wohnmobile, oder hier diesen Schotterparkplatz da hinten, Wohnmobile. Finde ich ein bisschen sehr schade, dass das nicht gemacht worden ist. Denn immerhin, man bezahlt, wenn man die Therme nicht besucht, immerhin 10 Euro. Das ist ja die Frage, ist das das wert? Aber das müsst ihr selber entscheiden. Wir wollten ihn euch auf jeden Fall vorstellen. Kommen wir auch hier zu unserem persönlichen Fazit. Finden tut ihr diesen Stellplatz wie immer in der App Park4Night. Das wird dort eingeblendet mit GPS-Koordinaten und natürlich auch der Adresse. Und falls ihr euch das alles nicht merken könnt, unten in der Beschreibung oder auf unserer Internetseite kurzesbully.com findet ihr natürlich auch alle Daten, die ihr braucht. 15 Plätze an der Zahl, für 12 sind nur Strom da, das muss man einfach wissen. Und wie gesagt, falls ihr in der Therme seid, zur Kristalltherme Kaiserbrocken, dann lohnt sich der Platz auf jeden Fall, weil ihr ja 5 Euro Rabatt dann auf den Eintritt bekommt. Das heißt, ihr bezahlt hier nur 5 Euro. Also überlegt euch das. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns jetzt beim nächsten Stellplatz. Wir sind jetzt in Schulenburg, ein kleiner netter Ort, der versetzt worden ist, weil eigentlich die Schulenburg da unten gewesen ist, aber irgendwann mal überschwemmt, also geflutet worden, und man hat das irgendwie nach oben gesetzt, wenn meine Recherche oder mein Wissen über diese Stadt noch gut ist. Gut, ich gehe das da auch nach oben. Dieser Platz ist kostenpflichtig, kostet aber nur 6 Euro pro Tag und dann nochmal 2 Euro Kurtaxe, das ist ja normal in der Harzregion. Auf jeden Fall hat der richtig was zu bieten. Nicht vom Platz her, weil der ist ja uneben und alles, aber die Aussicht. Und diese Aussicht, die wollen wir euch jetzt zeigen, denn das ist ein absolutes Highlight. So, das, was hier
an diesem Platz, der hier ist. Wie gesagt, ca. 15 Wohnmobile. Ich würde sagen, aber nur wenn sie wirklich dicht an dicht stehen, dann hast du 15. Sagen wir mal, wir sind mal nett. 12 passen auf jeden Fall hin. Aber was dieser Platz zu bieten hat, und deshalb ist das unser Highlight hier auf unserer Durchreise, ist diese Aussicht auf der Okertalsperre. Die gibt es, glaube ich, so kein zweites Mal. Also auf die Okertalsperre sowieso nicht. Aber allgemein, das ist schon echt was Schönes hier und das wollen wir euch einfach zeigen. Dieser Reisemobilstellplatz ist natürlich auf Schottergrund, das habt ihr schon gesehen. Jetzt sind wir so an so einer Stromsäule. Wie gesagt, 15, wenn es eng ist, 12 passen auf jeden Fall, aber es gibt nur, so wie wir es jetzt gesehen haben, diese eine Säule, so wird es auch geschrieben, Stromsäule mit 6 Stromanschlüssen. Und es ist wieder der CEE-Stecker. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht den Leuten das, den Strom klaue, weil ich da drauf stehe. Man bekommt für 50 Cent eine halbe Kilowattstunde. Das bin ich jetzt wieder technisch überhaupt nicht versiert, aber da werde ich auf jeden Fall den Kameramann fragen. Tiere sind erlaubt. Es gibt eine öffentliche Toilette hier gleich. Müll ist auch entsorgt. Und es gibt sogar eine Fähr- und Entsorgungsstation. Die zeigen wir euch auch. Aber wie gesagt, das absolute Highlight hier an diesem Platz ist definitiv die Aussicht auf der... Jetzt muss ich überlegen, das ist der... Nicht die Okertalsperre, sondern der Okerstausee. So heißt der, glaube ich, richtig. Eine sehr einfache und relativ selbsterklärende Entsorgungsstation gibt es hier. Die Entsorgung ist kostenlos. Wenn ihr 100 Liter Wasser braucht, dann kostet das 1 Euro. Und wenn ihr euch sagt, gar nicht zu sehen, doch, der ist hier hinten versteckt. Dementsprechend, da ist er und da müsst ihr den Euro reinwerfen. Und dann kriegt ihr halt wirklich 100 Liter Frischwasser. Also was will man mehr? Mülltonnen, ja, da habt ihr sie gleich da hinten. Also da werdet ihr euer Müll los. Also wie gesagt, wir finden den Platz gut, aber zum Fazit kommen wir natürlich an den Platz wieder zurück, wo wir dieses, nicht dieses Video, sondern diesen Stellplatz euch vorgestellt. Kehren wir also wieder an dem Ort zurück, wo wir das, den Anfang von diesem Ort gedreht haben. Und wir müssen wirklich sagen, dieser Platz lohnt sich. Wie gesagt, wir reden hier von 6 Euro pro Nacht, pro Mobil. Natürlich kommt noch die Kurtaxe von 2,44 Euro, glaube ich, waren es, und 1,77 Euro. Das sind hier immer ganz komische Harzer Preise. Ne, 2,14 Euro und 1,44 Euro, so rum war es. Aber wie gesagt, ihr tut ja was mit der Kurtaxe. Auch was Gutes dem Ort hier und der Region. Es kommt zweimal am Tag, kommt hier jemand vorbei von der Touristeninformation. Das heißt, ihr könnt euch sicher sein, hier wird definitiv auch abkassiert, passt es nicht, sondern sein Obolus wird hier auf jeden Fall eingeholt. Und wie gesagt, mit der Aussicht einfach wunderbar. Mit dieser Aussicht, weil, wie heißt denn unsere Reihe hier? Das ist der Stellplatzguide, oder der, doch, der Stellplatzguide, so heißt er ja. Rund um Oker, Harz, Oker, so wie mein Daumen, haben wir das ja genannt. Ja, dann sollten wir natürlich mit der Oker auch beenden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen hoch. Teilt gerne dieses Video, damit viele Leute auch einfach hier in den wunderschönen Harz kommen. Ja, und dann würde ich sagen, abonniert gerne noch unseren Kanal, das ist auch nicht schlecht. Und dann sehen wir uns schon bald wieder hier beim neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrt Bulli.